meine Hunde freuen. So, jetzt lasst uns doch mal genau die Kehrtwende erklären. Ich weiß, dass viele von euch ein paar Probleme mit der Kehrtwende haben. Und deswegen machen wir es noch mal Stück für Stück ganz langsam. Und hier einmal zum Veranschaulichen, wie eine Kehrtwende aussieht. Man dreht sich zum Hund ein, nimmt die Leine hinter dem Rücken, wechselt die Hand und der Hund sitzt ab. Am allerwichtigsten ist, dass der Hund gelernt hat, damit ihr im Team zusammenarbeitet, dass er um euch rumgeht ohne Probleme. Und das könnt ihr natürlich mit oder ohne Leine machen. Ich habe jetzt mal eine Leine dran und ich nehme den Hund, Sampa. Hier. Nee, gerade. Hier. Der Hund soll jetzt um euch herumgehen. Sam, Fuß! So, jetzt geht er hinter mir rum und ich muss die Leine natürlich hinter meinem Rücken logischerweise einmal wechseln, weil sonst würde sie ja hinter mir einfach hängen bleiben. Nochmal, Sam, hier. Gut, Fuß! Und ich wechsle die Leine. Und der Hund kommt rum. Das ist Schritt Nummer 1. Der Hund sollte das können. Und ich weiß nicht, warum er jetzt nicht so motiviert ist. Wir können jetzt mal ein bisschen dynamischer machen. Gut. Zum Fuß. Das sieht auch nicht mehr dynamisch aus. Aber auf jeden Fall, das sollte funktionieren. Und das ist die Kehrtwende. Er geht hinter eurem Rücken vorbei und setzt sich hin. So, was ihr dabei zu tun habt, der Hund geht nur hinter eurem Rücken rum. Und ihr müsst die Leine natürlich von einer Hand, von der Hand, in die andere Hand rüberbringen. So, jetzt drehe ich mich zum Hund ein und der Hund kommt hinter mich ganz normal, geht um mich rum. Nochmal nach vorne, Schritt. Ich drehe mich zum Hund. Hund kommt hinter mich, muss die Leine wechseln und Hund ist rum. Also, ihr könnt das auch, bleibt mal da, ihr könnt das auch mit einer Person üben, dass ihr, links soll die Person laufen. Ihr lauft zur Person hin, die Person soll hinter euch laufen und links wieder ankommen. Also nochmal, hier ist links ist die Person, ihr lauft in die Person rein, nehmt die Leine natürlich hinter eurem Rücken und kommt hier wieder an. Das könnt ihr sogar mit einer Bierflasche üben, mit der Leine ohne Person, ihr könnt es mit einer Person üben. Und wenn der Hund gut um euch alleine rumläuft, dann übt es mit dem Hund zusammen. Aber ihr sollt das wirklich auch mit Leine üben, dieses Wechseln mit der Leine, das ist auch wichtig. Aber klar, wenn der Hund es gut auch ohne Leine macht, könnt ihr es auch erstmal ohne Leine üben. Los. Ja, gut. Aber dazu natürlich muss der Hund wissen, was er tut. So, das ist die Kehrtwende. Ich hoffe, ihr habt das verstanden und übt nochmal ganz intensiv die Kehrtwende. Viel Spaß beim Trainieren. Tschüss.